Proklamation. Ich sitze hier und kann nicht anders. In dem Bewusstsein meiner Verantwortung vor Yahuwah Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, dem Frieden der Welt zu dienen, mache ich gemäß der preußischen Verfassung von 1850 folgende Proklamation gehörig. Im Namen von Yahusha, Jesus Christus Emmanuel, dem König aller Könige, bitte ich um mein Erbe, von Yahuwah Gott gegeben, den Boden meiner Heimat Preußen. Der preußische Boden, den meine Vorfahren als Erbe erhalten haben. Darum fordere ich hiermit meine ererbte Staatsbürgerschaft des Königreiches Preußen ein und die damit verbundenen Boden- und Lehensrechte. Ich nehme Herrn Schirinowski beim Wort, ganz Preußen mit der Hilfe Russlands wiederherzustellen. Dieses soll geschehen, ohne die dort lebenden Menschen zu vertreiben. Diese unveräußerlichen Erbrechte wurden meinen Vorfahren in den Jahren 1848 und 1850 durch Friedrich Wilhelm IV., König von Preußen, übertragen. Mit der preußischen Verfassung von 1850 in Verbindung mit dem preußischen Landrecht ist der Mensch mit Beginn der Geburt Träger aller Rechte und diese nehme ich hiermit wahr. Gezeichnet Rudolf aus der Familie Schmidt. Zu Wetau, preußische Provinz Sachsen in Preußen. Am 14. Dezember 2020 dieser Zeitrechnung.